Willkommen bei Opa Jochens Rezept. Wir produzieren heute Rindswurst. Am Vortag haben wir das Fleisch vorbereitet. Wir haben sehr schönes Rindfleisch bekommen. Das Fleisch wird in wolfgerechte Stücke geschnitten. Dies wird eine Rindswurst aus 100% Rindfleisch. Das Fleisch kommt dann bis zum nächsten Tag bei 0 Grad in die Kühlung. Für die Rindswurst benötigen wir nun Halshochrippe, Salz und Kutterhilfsmittel, Gewürze, Zwiebeln und Eis. Die genauen Angaben findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Das gekühlte Fleisch wird in die Füllschale gegeben. Dann wolfen wir das gesamte Fleisch durch die 3 mm Scheibe. Die Infos zu unserem Wolf findet ihr auch in der Videobeschreibung. Jetzt werden noch die Zwiebeln durchgelassen, dann lässt sich der Schneidsatz besser reinigen. Danach können wir mit dem Kuttern beginnen. Das Fleisch wird mit den Zwiebeln in den Kutter gegeben. Dazu kommt das Salz und das Kutterhilfsmittel. Dann lassen wir die Maschine laufen. Nach ein paar Runden Trockenkuttern wird die Hälfte vom Eis hinzugegeben. Und dann weiter kuttern.
Jetzt kommen die Gewürze dazu. Und das restliche Eis. Wir kuttern weiter, bis das Brät eine Temperatur von 12 Grad erreicht hat. Das Brät ist fertig und kann in die Füllmaschine. Schön festdrücken, damit keine Hohlräume entstehen. Der 43er Rinderkranzdarm wird auf das Füllrohr gezogen. Etwas anspritzen, dann gleitet er besser über die Tülle. Und noch das Ende verknoten. Jetzt werden die Würste stramm und luftfrei gefüllt. Lufteinschlüsse werden gleich mit dem Stüpper entfernt. Dann werden die Würste bei gewünschter Länge abgedreht. Wir hängen sie dann bei Zimmertemperatur einen Tag zum Abtrocknen auf. Nun können sie in den Rauch. Wir lassen sie erst einmal gut eine Stunde bei 50 Grad ohne Rauch umröten. Dann kommt der Rauch dazu und wir räuchern heiß bei 70 bis 75 Grad ca. 1,5 Stunden. Das sieht doch schon gut aus. Jetzt kommen sie raus zur weiteren Verarbeitung. Wir erhitzen Wasser auf 78 Grad und geben die Würste hinein. Wir brühen 50 Minuten.
Dann kommen sie aus dem Kochwasser und werden in kaltem Wasser kurz abgeschreckt. Dann hängen wir sie auf und lassen sie abkühlen. Am nächsten Tag bringen wir Wasser zum Kochen, schalten den Herd aus und erhitzen uns ein Pärchen Rindswurst. Und nun schauen wir uns den Anschnitt an. Ich hoffe, unser Video hat euch gefallen. Lasst gerne einen Kommentar da, abonniert den Kanal, läutet die Glocke, alles was ihr so von YouTube kennt. Vielen Dank fürs Zuschauen.